Nein, die sind unter dem Sand. Oh, wie schön. Wir haben sie wiedergefunden. Da bin ich aber froh. Guck mal, Mami. Wir haben Papis Füße wiedergefunden. Oh, na wie gut. Und was wollen wir jetzt machen? Alle wussten genau, was sie machen wollten. Fertig. Gefällt sie dir, Papi? Und wie? Das ist eine super tolle Sandburg. Die wird fotografiert. Bitte recht freundlich. Du meine Güte, ich glaube, gleich regnet es wieder. Dann wird es aber diesmal wirklich Zeit, dass wir gehen. So, hat es euch allen Spaß gemacht? Ja! Spaß! Und was sagt Papi? Ich fand's toll. Du hattest recht, Kayo. Es war lustig am Strand, sogar mit dem vielen Regen. Ja, ich wünschte, ich könnte den Strand mit nach Hause nehmen. Sand! Oh je, ich glaube, unsere Rosie ist dabei, den Strand wirklich mit nach Hause zu nehmen. An diesem Tag hatte Kayo seinen Eltern beigebracht, wie man das Beste aus einem verregneten Tag macht. So, siehst du? Jetzt hast du super zugebundene, nie wieder aufgehende Schuhe. Kayo war sich nicht sicher, ob ihm das gefiel, wie Opi seine Schuhe zugebunden hatte. Aber sie waren gut und fest verschnürt. Wo ist mein Paddelboot? Ich kann es nicht sehen, Kayo. Wie wär's mit Froschi? Nein, ich bade doch immer mit meinem Paddelboot zusammen. Tja, vielleicht musst du heute mal einiges ein bisschen anders machen. Mit Froschi kann es sehr lustig sein. Hey, kann ich mal? Kayo musste zugeben, dass es mit Froschi auch Spaß macht. Quack, quack, quack. Ich will keinen anderen Schlafanzug anziehen. Ich will meinen Pferdchenschlafanzug. Aber der ist in der Wäsche, Kayo. Naja, ich mag andere Schlafanzüge gern. Vielleicht steht der mir gut. Aber wie zieht man den an? Setzt man das so auf den Kopf? Oder trägt man das als Cape? Vielleicht andersherum. Nein! Nein! Schlafanzüge trägt man so. Aha, also so zieht man diese Dinger an. Also dann, Goldlöckchen und die drei kleinen Scheren. Beeren! Ach ja, Beeren natürlich. Eines Tages sagte Goldlöckchen, was steht da für ein wunderschönes Haus in dem Wald? Das ist nicht Goldlöckchen. Mami und Papi machen das mit verstellten Stimmen. Oh. Als Kayo endlich seine eigene Brille hatte, konnte er es gar nicht mehr erwarten, durch Wände und Türen hindurchsehen zu können wie Euli. Aber egal, wie lange er auf seinen Schrank starrte oder wie nah er davor stand, er konnte einfach nicht hindurchsehen. Warum funktioniert das nicht? Kayo dachte, vielleicht funktioniert seine Brille nicht, weil sie nicht grün wie Eulis war. Jetzt wollte er seine Brille an Gilberts Körbchen ausprobieren. Er dachte, er könnte seinen Kater da drin sehen. Brav, Gilbert! Du bist gar nicht Gilbert! Und als Kayo seine Brille abgenommen hatte, stellte er fest, wie gestochen scharf er wieder sehen konnte. Miau.
du kannst deine Brille wieder haben. Ich brauche sie nicht mehr. Bist du sicher? Ja, ohne Brille kann ich viel besser sehen. Außerdem funktioniert sie nicht. Wie meinst du das, Caillou? Sie leuchtet nicht. Außerdem kann ich nicht durch Wände durchsehen wie Olli. Oh, mein Hase. Mit keiner Brille kann man das. Ich weiß. Ich hab gehofft, dass man das vielleicht doch kann. Hey, Caillou. Ich hab hier eine alte Brille von mir, die du mal ausprobieren kannst. Damit kann man nicht besser sehen. Aber sie sieht lustig aus. Damit kann ich nicht durch Sachen durchsehen. Aber wer die sieht, der muss lachen. Und das ist schöner. Hier, guck mal. Super, Caillou. So, unser Flugzeug ist fertig und kann jetzt fliegen. Caillou merkte, dass irgendetwas am Flugzeug nicht stimmte. Daniel, unser Flugzeug sieht nicht so aus wie das auf dem Bild. Keine Ahnung, was du meinst. Es ist perfekt. So, jetzt lassen wir es fliegen. Caillou hatte seine Zweifel. Aber weil er davon überzeugt war, dass Daniel alles wusste, musste er recht haben, was das Flugzeug betraf. Pilot an Co-Pilot, alles klar zum Start? Klar! Also dann, los! Ja! Ja! Oh Mann! Irgendwas stimmt mit dem Flugzeug nicht. So ein Pech. Na schön, komm, Caillou. Lass uns wieder reingehen. Caillou war sich sicher, dass die Flügel irgendwie verkehrt aussahen und er beschloss, das richtig zu machen. Daniel, ich glaube, die Flügel waren verkehrt rum. Vielleicht hast du recht. Wir probieren das nochmal aus. Ja, toll! Guck mal, wie es fliegt! Es funktioniert! Prima, Caillou, du hast es repariert. Vielleicht hätte ich doch die Bauanleitung ansehen sollen. Also ehrlich, du hast eine Menge Ahnung. Danke! Pilot an Co-Pilot, alles klar machen zum Start! Den hab ich! Jason! Los, hinterher! Ja, gut so, schieß ihn weg! Nein, in die andere Richtung! Lass den Kopf nicht hängen. Los, spielt weiter. Es soll euch doch Spaß machen. Caillou war sauer, dass die andere Mannschaft ein Tor geschossen hatte. Dann hatte Caillou die große Chance, ein Tor zu schießen. Los, Caillou! Sehr gut, Caillou. Los, schieß ihn rein! Ja, Caillou! Caillou war sprachlos. Er wollte nie mehr Fußball spielen. Auszeit! Hey, Kicker, was ist los? Ich bin nicht gut im Fußball. Oh nein, stimmt nicht. Du hast vielleicht kein Tor geschossen, aber dein Schuh war eindeutig drin. Obi, du klatscht alle ab und isst mit jedem Fruchteis Lollis. So etwas hast du bisher doch immer nur mit mir gemacht. Oh, jetzt verstehe ich. Caillou. Aber wenn ich Trainer bin, ist es meine Pflicht, alle gleich zu behandeln. Das gehört zu meinem Job. Aber ich bin auch dein Opi. Das bedeutet, ich bin immer sehr stolz auf dich. Hier, das ist eine ganz besondere Fußballmedaille, die ich gewonnen habe, als ich in deinem Alter war. Ich möchte, dass du sie ab jetzt hast, damit du immer weißt, wie stolz ich bin, dein Opi zu sein. Auch wenn ich ab und zu dein Trainer bin. Vielen Dank, Opi. Ich bin froh, dass du mein Trainer bist. Und ich bin auch froh, dass du mein Opi bist. Gut, also spiel weiter und hab viel Spaß dabei. Caillou hatte eingesehen, dass sein Opi sowohl sein Trainer als auch sein Großvater sein konnte und einer seiner größten Fans. Rosie Pudel? Du darfst nicht rein, Erdbewohner. Hier ist es nicht sicher, überall Außerirdische. Alarmstufe rot, verschwinde. Rosie will Pudel. Wer kommt mit mir in den Park? Ich! Rosie!
war haarscharf. Aber was sollen wir jetzt tun? Rosie wird unheimlich traurig sein, weil wir ihren Pudel kaputt gemacht haben. Caillou und Leo hatten sich etwas ausgedacht, wie sie ihr Problem lösen können. Wir machen noch einen Pudel, so einen, wie wir kaputt gemacht haben. Ja, vielleicht merkt Rosie überhaupt nichts. Die Jungs machten sich an die Arbeit, um einen neuen Pudel für Rosie zu machen. Wie findest du ihn? Das sieht nicht aus wie ein Pudel. Das ist ein halber Elefant und ein halber Pudel. Das ist ein Elefantenpudel. Was die beiden zusammenkneteten, sah immer verrückter aus. Es ist kein Pudel. Das ist ein Nilpferdäffchen. Das Lachen der beiden wurde immer lauter und lauter. Das ist ein Löwenhund. Die Jungs versuchten es noch einmal, einen Pudel zu machen. Tada! Der sieht wie ein Pudel aus. Naja, beinahe. Keines von den Tieren sieht wie der Pudel aus, den Papi gemacht hat. Hallo! Mami! Wie war's im Park? Oh nein! Rosie ist wieder da! Die Kinder arbeiteten sehr konzentriert, um ihr neues Spiel vorzubereiten. Jeder kriegt seinen eigenen Ball. Und ganz besondere Stöcke. Ups. Nur keine Angst, ich krieg das schon hin. Also ich muss schon sagen, das hier wird ein hochinteressantes Spielfeld. Super, jetzt haben wir unser Tor. Nein, Murphy, das ist nicht für dich. Jetzt waren Caillou und seine Freunde fertig, um ihr Spiel zu spielen. Und sie hatten sogar auch schon einen Namen dafür. Ja, Spaßball! Oh, ich führe! Ups, nein, leider doch nicht, Murphy! Beim Spaßball ist alles möglich. Die einzige Regel lautet, es muss Spaß machen. Ups, entschuldige, ich hab deinen Ball. Caillou! Jetzt habe ich endlich ein paar Spielsachen für euch. Danke, Mami. Aber die brauchen wir jetzt nicht mehr. Unser neues Spiel macht unheimlich Spaß. Na, wie schön. Dann will ich euch mal nicht länger stören. Komm, wir spielen weiter. Ja, Tor! Echt klasse. Oh, Murphy! An diesem Tag hatten Caillou und seine Freunde sehr viel Spaß und dafür brauchten sie keine Spielsachen. Mit ihrem ausgedachten Spiel hatten sie die größte Freude. Dann darf unser Baum jetzt zum zweiten Mal fahren. Zuerst in unserem Auto und jetzt in meiner Karre. Ich glaube, das ist eine gute Stelle. Hier hat der Baum genügend Platz zum Wachsen. Ich helfe beim Graben. Graben, Rosie auch. Ja, gut. Aber ich muss euch warnen. Graben ist Schwerstarbeit. Wir mögen schwere Arbeit, nicht wahr, Rosie? Rosie, graben! Ha, Matrosen, lasst uns graben. Vielleicht finden wir hier einen vergrabenen Piratenschatz. Puh. Graben ist wirklich schwere Arbeit. Das kannst du laut sagen. Aber jetzt sind wir fertig. Ja! So, und jetzt müssen wir das Loch mit Gartenerde auffüllen. Caillou, Rosie, ihr könnt mithelfen, die Erde rüberzubringen. Das hörte Caillou zu gern. Er und Rosie spielten mit Vergnügen mit Sand. Guck mal, Rosie, ich bin ein Bagger. Brumm, brumm, brumm. Brumm, brumm. Brumm. So, das wär's.
Na, was meinst du, Caillou? Gefällt er dir? Ja, der ist sehr schön. Mit ein bisschen Wasser und Sonnenschein wächst der Baum und wird groß und stark. So wie Rosie und ich. Ja, das stimmt. Ihr drei wächst gemeinsam auf. Plötzlich bemerkte Caillou, dass er nicht der Einzige war, dem der neue Baum gefiel. Guck mal, die Vögelchen, die mögen unseren neuen Baum auch. Die Vögel stimmten ihm begeistert zu. Caillous neuer Baum war eine wunderschöne Ergänzung im Garten. Caillou, was machst du da? Ich nehme mir all meine Spielsachen wieder. Die sind in meinem Zimmer sicherer. Hey, das ist mein Tambourin. So, jetzt weiß Rosie überhaupt nicht, wo sie sind. Ne Bahne? Nein, danke. Und ab jetzt musst du zuerst mal klopfen. Mein Zimmer ist Privateigentum. Warum spielst du denn nicht im Spielzimmer? Okay. Sie klopft bestimmt niemals an. Jetzt werde ich sie bestimmt hören. Und schon ging es Caillou viel besser, weil er wusste, dass sein Spielzeug vor Rosie in Sicherheit war. Doch plötzlich fiel ihm etwas ein. Ich habe auch im Spielzimmer Spielzeug. Was das? Klebeband. Ich mache zwei Hälften aus dem Spielzimmer. Ab jetzt ist das da meine Ecke. Und das ist deine. Ich fass deine Sachen nicht an, wenn du meine nicht anfasst. Okay? Okay. Aufkleber! Caillou nehmen! Du gibst mir den? Aber das ist dein bester Aufkleber. Emma muss immer noch krank sein. Jetzt war Frühstückspause und Caillou machte sich wegen Emma schon wieder ein bisschen Sorgen. Willst du meine Hühnersuppe haben? Nein, danke. Ich habe mein eigenes Essen. Caillou war enttäuscht. Wenn er Hühnersuppe mit Nudeln aß, ging es ihm immer gleich viel besser. Also, Kinder, nur als kleine Erinnerung. Nach dem Essen veranstalten wir unseren Sportnachmittag. Oh, super! Okay, ihr zwei. Wollt ihr zum Wettlauf starten? Caillou wollte noch immer nicht um die Wette laufen, weil er wusste, dass sie sich nicht wohlfühlt. Ich gewinne garantiert. Und dann geht es immer ganz bestimmt noch schlechter. Dann musst du ganz langsam Achtung, laufen. Kinder. Caillou hatte sich vorgenommen, ganz langsam zu laufen. Bis er sah, wie Emma über den Rasen flitzte. Emma, warte! Hurra! Unentschieden! Du benimmst dich aber gar nicht krank. Krank? Ich bin nicht krank. Aber du hast doch Typ 1 Diab oder so. Typ 1 Diabetes. Es ist nicht so wie ein Schnupfen oder eine Erkältung. Das ist was, womit ich einfach leben muss. Was? Jeden Tag? Aha, jeden Tag. Siehst du diese Pumpe? Die gibt mir meine Medizin, damit es mir gut geht. Ich kontrolliere sehr häufig meinen Blutzucker und durch die Extra-Snacks wird mir nicht schwindelig. Als Emma ihm erzählte, was sie alles zur Vorsorge selbst machen kann, da machte sich Caillou nicht mehr so viele Sorgen um sie. Ach nein, das liegt nur daran, dass du bis jetzt noch nicht unseren Sonderbefehl erhalten hast. Du musst uns helfen, den Weg zur Schatzbucht zu finden. Eine Schatzbucht? Ja, wir brauchen unseren Ausguck, damit er diese Kennzeichenpunkte ausmacht. Und zwar mit diesem Fernglas. Wusstest du eigentlich, dass mein Großvater mir das gegeben hat, als ich so alt war wie du?
Hast du gedacht, das war ein Seemonster? Nein, nur ein Papi auf dem Meer. Also das Erste, was du suchen musst, ist eine Boje. Das ist so etwas wie ein Signalpfosten, der im Wasser schwimmt. Okay. Allmählich war Caillou etwas enttäuscht. Er guckte und guckte über den See, aber alles, was er sah, waren nur Wellen und Wasser. Oh, ist das langweilig. Papi, Obi, ich habe die Boje gefunden. Gut gemacht. Und jetzt musst du nach der kleinen Insel Ausschau halten mit dem großen Felsen und dem Baum. Ei, ei, erster Offizier, Papi. Guck mal, da ist die Insel. Ich habe sie gefunden. Ja, Insel in Sicht. Erster Offizier, Kurs ändern. Ei, ei, Captain. Allmählich gefiel es Caillou, der Ausguck zu sein. Jetzt müsste er nur noch die Bucht mit dem Landungssteg finden. Schon irgendwas gesehen, Caillou? Noch nicht, Captain. Das ist komisch. Wir hätten sie doch allmählich längst finden müssen. Ich werde mal schauen. Nein, Obi. Ich bin der Ausguck und nur der Ausguck benutzt das Fernglas. Wo er recht hat, hat er recht. Na schön, Caillou. Was machen wir jetzt bloß? Oh. Jungs, Abendessen ist fast fertig. Darf ich reinkommen? Kann ich Papi fragen, ob er uns hilft? Okay. Wo kommt das denn her? Aus dem Kindergarten. Das ist Fridolin. Er ist zerbrochen und wir wollen ihn reparieren. Hilfst du uns? Erst essen wir und dann kümmern wir uns um Fridolin. Das kriegen wir schon hin. Erstmal baden wir ihn. Wieso? Um den Kleber abzuwaschen. Den brauchen wir nicht, da man die Teile zusammensteckt. Seht ihr? Oh! Wir fangen mit dem Kopf an. Und den Rest macht ihr, Jungs. Vorhin haben wir alles durcheinander gebracht. Seht doch einfach euch selbst an. Dann wisst ihr, welches Teil wohin kommt. Der Kopf ist oben. Stimmt. Was kommt dann? Sein Hals. Das war das Einzige, was ich vorhin wusste. Der Hals ist das oberste von dem. Und das hier ist sein Rückgrat. Oh, ich dachte, das wäre ein Bein. Dein Kopf sitzt auf dem Hals, dann kommt dein Rückgrat. Und das ist verbunden mit deinem Hüftknochen. Rückgrat? Hüfte! Und so wird unser Fridolin wieder heil. Ich finde, Fridolin sieht wie neu aus. Toll habt ihr zwei das gemacht. Und wir wissen jetzt, wo welcher Knochen ist. Hättest du keine Knochen, wärst du wirklich so wackelig, Leo. Guck mal, Hamsti, eine kleine Spielzeugmaus. Ah, du bist schon fertig, um ins Bett zu gehen. Vergiss nicht, du hast versprochen, noch Gilberts Wassernapf zu füllen. Ist gut, Mami. Ich mache es gleich. Ich wusste, du magst sie. Ich bin eine Maus. Wir können Freunde werden. Doch schon bald hatte Caillou vergessen, Gilberts Wassernapf wieder aufzufüllen. Am nächsten Morgen war Caillou ein klein wenig besorgt. Ich kann Gilbert nicht finden, Mami. Ich bin sicher, er ist hier irgendwo. Obwohl, da fällt mir ein, ich habe ihn auch nicht gesehen. Oh, oh, ich habe vergessen, Gilberts Wassernapf zu füllen. Armer Gilbert. Ich finde, du kümmerst dich sehr gut um euer neues Haustier. Aber du solltest auch mehr Zeit damit verbringen, dich um dein eigenes Tier zu kümmern. Caillou wusste, dass Mami recht hatte. Ja, ich muss Gilbert finden. Boah! Gilbert?
Komm, Caillou, beeil dich! Ich will den großen Hügel runter. Der Hügel war viel steiler, als André gedacht hatte. Der ist ja wirklich sehr steil. Zu steil für dich? Natürlich nicht. Es ist... nur das... Der Hügel war zu steil für André. Aber er wollte es vor Caillou nicht zugeben. Papi! Gut gemacht, Rosie. Manchmal ist es lustiger, mit einem Freund zu fahren. Hä? Statt allein auf dem großen Hügel zu rodeln, kannst du mit uns auf dem kleinen Hügel fahren. Ja, wir können alle zusammenfahren. Das macht viel mehr Spaß. Ja. Los, Caillou, komm. Super. Juhu. Hallo, Papi. Ich dachte, André will den großen Hügel runterfahren. Weißt du, Papi, ich glaube, er hat sich nicht getraut. Man muss sich nicht schämen, wenn man vor etwas Angst hat. Aber manchmal ist es nicht leicht zuzugeben, dass man Angst hat. Caillou wusste, was Papi meinte, denn er wollte auch nicht zugeben, dass er Angst hatte, den großen Hügel runterzufahren. Genauso wie André. Ich hab gesagt, es macht mehr Spaß, wenn wir alle hier zusammenfahren. Dann musste er nicht zugeben, dass er Angst hat. Das hast du wirklich clever gelöst für deinen Freund Caillou. Vielleicht rodeln André und ich nächstes Jahr den großen Hügel runter. Komm, Caillou! Schubst du uns, Papi? Los, 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 los! Oh. Ja. Ups, entschuldige, Piepmatz. Das ist aber viel Futter für so eine kleine Ameise, wie du es bist. Ich wette, du willst gleich Honig machen. Hey, ich bin keine Blume. Als Caillou über den Vogel, die Ameise und die Biene nachdachte, wurde ihm etwas klar. Jeder ist irgendwann mal beschäftigt. Sogar kleine Vögel und Käfer. Vielleicht sollte ich auch mal etwas tun. Tschüss, Marienkäfer! Wo habe ich nur wieder meine... Hier sind sie! So, jetzt bin ich fertig. Wir sind mit unserer Arbeit auch fertig. Also, können wir dann gehen? Wohin denn? In den Park. Caillou war sehr erstaunt. Er war mit Malen so beschäftigt gewesen, dass er den Park ganz vergessen hatte. Ich bin beinahe fertig. Ich muss nur noch schnell was machen. Hallo Leute, vielen Dank für meinen Handschuh. Wahnsinn, ich habe ihn auf dem Spielfeld gelassen. Und ich glaube, morgen wirst du ihn garantiert für das große Spiel brauchen. Caillou, erinnerst du dich noch an Eric? Wir haben ihn mal im Park getroffen. Aha. Was graben Sie da? Sind Sie Straßenbauarbeiter? Oh nein, ich bin ein Archäologe. Ein was? Ein Archäologe, das ist jemand, der nach uralten Sachen sucht, die vergraben sind. Ja, richtig. Das ist meine Ausgrabungsstelle. Und die Dinge, die ich finde, geben mir Hinweise über die Menschen, die hier vor langer Zeit gelebt haben. Caillou wurde sehr neugierig. Er wollte viel mehr über diese Stellen wissen. Also, Sie graben hier große Löcher? Ja, genau. Aber ich grabe sehr, sehr vorsichtig. Komm, ich zeig's dir. Sag mal, Caillou, kannst du mir meine Kelle geben? Das ist die Mini-Schaufel, die so aussieht, als ob man damit Pfannkuchen umdrehen könnte.
es die hier? Ja, genau. Das Gerät nehme ich am liebsten zum Graben. Eric hat hier schon die verschiedensten Dinge gefunden. Alte Perlen und Töpfe und alte Münzen. Also, wenn man Archäologe ist, ist das so, als ob man Piratenschätze ausgräbt? Ja, so ungefähr. Nur mit dem Unterschied, dass ich nichts behalten darf. Alles wandert ins Museum. So hat jeder die Möglichkeit, etwas über die Vergangenheit zu lernen. Wie die Menschen gelebt haben, was sie gegessen haben, was für Werkzeug sie benutzten. Hey, kannst du mir mal die Schaufel geben? Diese hier? Genau die. Mann, du bist ja der geborene Archäologe. Komm doch mal mit. Diese wilden Unkrautungeheuer sind kurz davor, den Garten zu erobern. Oh, und vielleicht dann die ganze Welt. Schon möglich. Ist das vielleicht eine Aufgabe für Captain Caillou und Fantastic Leo? Aha. Vorsicht, Unkrautungeheuer. Meine Kräfte sind viel zu gewaltig für euch. Und meine Kräfte sind noch gewaltiger. Ihr könnt meine super Weltraumschubkarre nehmen, um die Unkrautungeheuer ins Gefängnis zu bringen. Oder, wie Mami sagen würde, in den Komposter. Okay. Captain Caillou und Fantastic Leo machten sich sofort ans Werk. Allerdings arbeiteten die beiden nicht zusammen. Tschüss, Unkrautungeheuer! Hey, ich war zuerst hier. Und ich werde auch als erster diese wilden Unkrautungeheuer in den Kompost werfen. Nicht so lange Captain Caillou seine schnellen Füße hat. Fantastic. Leo. Kräfte aktivieren. Captain Caillou hat's geschafft. Captain Caillou musste feststellen, dass seine Superkräfte bei weitem nicht so super waren, wie er dachte. Und Fantastic Leo hatte aber auch nicht sehr viel mehr Glück. Leo, ich hab alles Unkraut fallen lassen. Ich glaube, ich bin doch nicht so ein toller Superheld. Ich auch nicht. Oh. Ich kann die Schubkarre nicht schieben. Sie ist viel zu schwer. Vielleicht können wir uns gegenseitig helfen. Okay. Du hilfst mir mit der Schubkarre und ich helfe dir, das Unkraut wieder aufzusammeln. Ja, wir sind ein Team. Ja, Captain Caillou und Fantastic